Kapitel 9. Der Weg des Ares. Jetzt aber. Das wäre der blaue Nebel, oder? Das sieht gar nicht gut aus. Bitte nicht nochmal, die Monster. Rose, sind Sie angekommen? Ja, fast. Wir versuchen es. Klingt nach einem Plan, schätze ich. Was dann? Dann halten Sie Aubrey in Schach, während ich die Aufzeichnungen Ihrer Schwester verwende, um den Riss ordnungsgemäß zu schließen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Bitte beeilen Sie sich. Ist er auch schon auf dem Weg? Oder kennt er die Notizen? Das muss der Tesla Tower sein. Das da. Da ist nicht mehr viel zu machen, es tut mir ja leid. Wenn sie einmal tot sind, sind sie tot. So böse es klingt. Wo ist der Aufzug? Lauter Tote hier. Kaum noch Lebende. Ja, theoretisch. Nein, praktisch. Das finde ich gar nicht gut. Das ist der Aufzug? Da wurde ich gereinigt. Hilfe? Praktisch nur noch Aubrey, Tesla und ich. Was ist das? Wer ist da? Bist du es, Nikola? Der Weihnachtsmann. Wer auch immer da ist, geh weg. Ja. Hey, weißt du Arsch. Viel schwieriger zu töten als deine Schwester. Du bist nicht einmal 10% so gut wie Ada es war. Oh, keine Sorge, Rosie. Ich muss nicht so gut sein wie sie, um den Platz zurückzuerobern, den sie mir weggenommen hat. Alles, was ich brauche, ist etwas mehr Zeit und etwas weniger Unterbrechungen von den Verwandten verstorbener Leute. Ich? Lass mich durch. Na komm schon. Aubrey? Welche Tür geht damit auf? Es ist so schön, wenn es nicht funktioniert. Aubrey, ich komme. Tesla Tower Bauplan. Ein Bauplan der Funktionalität des Tesla Tower an Bord der Helios detailliert beschrieben. Aubrey, ich komme. Ist er das? Nein, oder? Oh nein, das tust du nicht. Oh doch, das tue ich. Komm schon, Aubrey, lass mich rein. Kriechen, schon wieder. Bitte, 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 willkommen, Aubrey. Ob du willst oder nicht. Da wir uns bewegen, kann er die Monster nicht auf uns losschicken, oder? Ich hoffe es. Kein Monster mehr, bitte.
ja auch bald ein Ende. Da. Zukunft. Welt. Das ist das, was ich auf den Plakaten von hier lesen kann. Für eine innere Zukunft, für eine bessere Welt. Aubrey, ich komme. Wer blutet denn da? Ist das du, Aubrey? Oh nein. Nein, 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 nein. Keine Monster mehr. Ich sagte Stopp. Keine Monster mehr. Schön, dass wir auch genau wissen, wo wir hin müssen. Wir das hier doch gar nicht kennen. Keine Monster mehr. Bis hierhin und nicht weiter. Ich bin kein kleines Kind. Och nö. 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 Ja, ja. Ich bring dir was mit. Ich bewundere deine Zielstrebigkeit. Das tue ich wirklich. Ja, danke. Muss ich mich darauf konzentrieren, die Lage zu retten. Aubrey, er weiß, was du getan hast. Tesla weiß es. Netter Versuch. Ich schließe den Riss und rette die Ilias. Nikola wird... Bin ich hier sicher? Mit Lügen kommst du nicht aus dieser Nummer raus. Das war wohl nix. Ja. Du bist armselig. Du kannst deine leeren Drohungen nehmen und... Oh, Sir! Ich bin so froh, dass Sie hier sind! Nikola? Sir? Ja. Hallo? Rose? Ja? Wären Sie bitte so freundlich, den Aufzug auf den Tower zu nehmen? Ja, ich glaube, ich bin drin. Ich habe mich hier drin verschanzt. Ich hoffe, der fährt jetzt auch mal. Oder ist das das, was du gerade dazu gegangen ist? Ah, das ist der. Nein. Doch. Hat er ihn überwältigt? Hat er uns das Verprügeln abgenommen? Schade. Wollte ihn doch so gerne verprügeln. Schwerkapitelende? Das ging aber jetzt schnell. Oh jo. Kapitel 10. Der Fall des Icarus. Endlich mal eine Sage, die ich kenne. Hallo? Aubrey, wir sind noch nicht fertig miteinander. Kein Monster mehr? Persönliche Notizen von Tesla. Bringen Sie das Paradoxon in Ordnung. Lauter Gleichungen, die ich nicht lesen kann. Ich bin hier. Was muss ich tun? Sie müssen die magnetische Oszillation zurücksetzen. Ach, schon gut. Sobald alle Lichter rot leuchten, betätigen Sie den Notstromschalter. Den hier oder welchen? Sobald sie alle rot leuchten. Ja? Raus, ich brauche sie hier unten jetzt. Die Treppe auf der rechten Seite, los. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Wenn Rose weitergeht. Rose, noch ein Stück. Dankeschön, sehr freundlich von Ihnen. Wer bist du? Ludwig, so hieß er.
Jetzt haben wir wenigstens eine. Haben wir wenigstens eine Waffe. Zeit, den Kreislauf zu unterbrechen. Warum? Ja, es gibt Leute, die können mit Smalltalk. Nein, nimm's mit, du doofe Kuh! Zieh den Hebel, Rose! Zieh den Hebel! Jetzt! Welchen Hebel? Die hohle Hand. Den Hebel haben wir. Oh Gott. Ich hab beide getroffen. Sie müssen jetzt gehen! Der hintere Aufzug groß! Kommen Sie runter! Was? Wo muss ich hin? Welchem Tisch? Welchem Tisch? Dem Tisch, oder? Welchem Tisch? Verdammte dicke Hacke. Hä? Tisch? Tesla, hilf mir. Welchen Tisch? Oh, schön sieht das aus hier. Den Tisch, ah. Kommt schon. Nimm sie einfach. Ein bisschen schneller. Komm. Um in den Vergangenheiten zu schwelgen, hast du gleich noch genug Zeit. Los, los. Sie müssen verschwinden. Ja. Keine Sorge. Gehen Sie. Er wird es nicht überleben. Es tut mir sehr leid, Tesla. Wie ist Tesla eigentlich gestorben? In Wirklichkeit jetzt. Ich. Licht. Oh. Oh. Hallo? Wie kommen wir jetzt raus aus diesem Schiff? Oh, Kacke. Oh, oh. Mehr oder weniger. Sie müssen rennen. Der Tower wird kollabieren. Sie müssen da weg. Was ist mit Ihnen? Nein. Sind Sie immer noch da oben? Keine Sorge um mich. Laufen Sie einfach raus. Los, laufen Sie einfach weiter. Ja, sobald das Spiel nicht mehr hakt, gerne. Komm schon, du willst es doch auch. Dankeschön. Och, nö. Das Spiel hakt die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit! Oh, Kacke. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber es wird schon richtig sein, oder? Bitte, ich will das nicht nochmal machen. Lass mich einfach leben. Such dir jemand anderes. Wir haben genug Leichen hier für dich. Ignoriere mich doch einfach, bitte. Ich hab das zwar nicht gern, ignoriert zu werden, aber in diesem Fall ist es okay. Das ist so schön, wenn das Spiel hakt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Das Vieh jetzt tot? Ja. Scheint zumindest so. Was ist das? Frau Archer, haben Sie es geschafft? Ja. Wie haben Sie es geschafft? Der Tower ist eingestürzt. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Zu viele Variablen. Die Forschungsunterlagen, die Sie haben, können alles verändern. Sie sind am Eingang zu meinen privaten Quartieren. Eine Rettungskapsel wartet auf Sie. Drehen Sie den Globus, um den geheimen Aufzug zu öffnen. Er bringt Sie zu meinem Notfall-Evakuierungs-U-Boot. Los! Notfall-Evakuierungs-U-Boot.
sein Bein. Oh Gott, ich dachte gerade schlimme Dinge. Geheimen Aufzug nehmen. So einfach ist es nie. So einfach wird das auch nicht, wie es scheint. Es ist nie so einfach. Scheiße. Oh, noch mehr zu lesen. Persönliche Notizen von Tesla. Der Riss ist die Lösung. Gut, dass sie das rausgefunden haben. Ich glaube, ich nehme gerade den langen Weg. Kann es sein? So, wie du. Wie du. Muss ich das erst ausstellen? Anscheinend. Das jetzt alles aus? Nee, anscheinend habe ich was übersehen. Aber was? Ach Mensch, ich liebe das. Anscheinend habe ich den... Hä? Warum springt er denn zurück? Ich werde gleich getroffen. Nehmen wir den Hebel? Nein. Aber nichts mit leicht. Hä? Ach komm schon, Tesla. Nächstes läuft das hier nicht auf Zeit. Ach, hier sind auch noch welche. Nicht zurückspringen. Sag nicht, das läuft auf Zeit. Vielleicht muss man auch nur die richtige Reihenfolge rausfinden. Ja, ist es nicht. Schnell. Oh, komm schon. Ah. Bis jetzt ist noch nichts zurückgesprungen. Kann ich noch nicht durch. Werde sterben. Dann werde ich nicht. Was passiert jetzt? Ah, oh, es hört auf. Okay. Schön, dass wir seitlich die Treppe hochgehen. Ich bin fertig jetzt. Es war jetzt heute wieder eine Tortur. Mit Ü. Mhm. Tortur. Dass ich keine Lust mehr habe. Kommen wir nicht her, oder? Ist Ludwig jetzt wirklich tot? Ich hoffe es. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Anscheinend. Globus, das ist ein Globus. Gibt es hier noch irgendwas zu lesen? Eine Taube? Wir haben eine Taube verscheucht. Der Globus müssen wir hoch. Warte, wir gucken mal. War das ein Bild von Napoleon? Ah, ist das der da? Hat er mehrere?
Oh, Rose, erwisch ihn doch einfach. Es ist genauso wie beim Turing-Test. Liebe Schwester, jo. Ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für das, was noch kommt, entschuldige ich mich. Du wusstest, was passieren würde. Es ist der Richtige. Ich habe direkt den Richtigen erwischt. Gibt's mehrere? Gibt's doch mehrere? Das ist mein Ticket hier raus. Also los. Ich möchte gerade heulen. Wenn dieses Spiel heute noch nach 2 Stunden Aufnahme. Natürlich nicht ganz so lange, aber also das Schneiden, da wird viel rausgeschnitten. Aber insgesamt habe ich 2 Stunden jetzt aufgenommen. So, auf geht's. Ja. Yeah. Wie starte ich dieses Ding? Tesla, sind Sie noch da? Können Sie uns helfen? Ah, da. Anscheinend ist es richtig. Oder auch nicht? Sag nicht, er hätte uns jetzt auch verarscht. Nee, das hört sich gut an. Hallo? Überleben wir das jetzt? Wir leben irgendwo auf dem Meer. Tesla! Ja. Sind die Aufzeichnungen in Sicherheit? Wie haben Sie... Wir haben sie mal wieder überlebt. Schon gut. Ein Überlebenskünstler. Ich hab sie hier. Warum? Die Forschungsunterlage. Ich verstehe es jetzt. Ja. Sie enthalten den Schlüssel für alles. Okay. Wir können sie zurückholen. Wir können Ada zurückholen. Das will ich, wollen wir aber nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wo sind sie genau jetzt? Da geht die Helios unter. Wir haben es geschafft! Ja! Endlich! Storm in a Cup. Teacup. Das war Close to the Sun. Geiles Spiel. Geiles Horrorspiel. Reicht mir aber nach einmal durchspielen. Man kann es nicht die ganze Zeit spielen. Das sage ich schon. Das ist wie Outlast. Es ist ein geiles Spiel, aber nach einmal spielen ist genug erstmal. Deswegen weigere ich mich im Moment Teil 2 von Outlast zu spielen. Ah, geil. Würde ich jedem empfehlen, der ein bisschen weglaufen machen möchte. So viel ist es nicht. Es ist viel mehr Rätseln und so. Das ist in Ordnung. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss.